Ja, einen schönen guten Abend von meiner Seite. Ich darf herzlich begrüßen zur Buchvernissage von André Gelbkes Sextheater. Wenn wir das 1981 gemacht hätten, zur ersten Auflage, dann weiß ich gar nicht, wo das stattgefunden hätte. 2015 findet das hier im Fotomuseum statt. Wir haben eine Brücke, die auch schon im Newsletter stand, und zwar war das im Jahr 2009. Ich glaube, damals kam das zustande, weil ein Freund von dir einen Tipp gegeben hat, dass wir uns das mal anschauen sollten. Und wir haben damals die ganze Serie, wirklich von vorne bis hinten, alle Prints aus diesem Buch, was wir jetzt hier sehen, haben wir für die Sammlung erwerben können. Und damals war das wie so eine Art, ich hatte den Eindruck, wir graben da was aus, was 30 Jahre eigentlich verschollen war. Wir sind heute 6, 7 Jahre später an einem ganz anderen Punkt. Du hast eine große Aufmerksamkeit mittlerweile damit erreicht. Und diese Erstauflage von 1981 ist damals in hoher Auflage gedruckt worden. Wir können ja gleich nochmal über diese Unterschiede der verschiedenen Publikationen auch reden. André, vielleicht zum Start mal die Frage, als du in den 70er Jahren angefangen hast, in St. Pauli zu fotografieren, was war momentan zu dem Zeitpunkt dein Ausgangspunkt als Fotograf? Ich weiß, du hast einerseits künstlerisch gearbeitet, andererseits hattest du schon Ideen, wie man mit Fotografie eventuell auch Geld verdienen kann. Naja gut, in den 70er Jahren, Anfang der 70er Jahre habe ich noch studiert. Ja. Also ich habe bei Otto Steinert studiert, ich weiß nicht, ob Sie... Vielleicht mal kurz, wollen wir alle ein bisschen näher kommen? Ich glaube, dann ist es einfacher fürs Sprechen da. Also ich habe bei Steinert studiert in Essen, an einer Volkmannsschule. Und das war Anfang von 68 bis 73. Und du hast aber gefragt, was ich in den 70er Jahren ansonsten... Also was der Ausgangspunkt für dich als Fotograf war? Also einerseits... künstlerisch zu arbeiten, ich denke mal, das ist eine künstlerische Arbeit. Na gut, das war in den 70er Jahren war natürlich immer noch so dieser Gedanke von 68 so ein bisschen, also dass man ein Team bildet, dass man als Gruppe arbeitet, dass man soziale Themen und so weiter fotografiert. Und da haben wir, also 1975, haben wir eine Bildagentur gegründet, die damals was ganz Neues war, dass sie nämlich, ich sage, ich habe kein anderes Wort, sozialistisch funktionierte. Das heißt, jeder verdiente das Gleiche, egal was er machte. Die Sekretärin also, verdiente auch so viel wie wir. Und dann haben wir, ja, das war so ein bisschen im Gedanken von Magnum, aber es war, der tiefere Gedanke war eigentlich der, eine Autorenfotografie betreiben zu können. Und gab es jetzt sozusagen einen Twist zwischen angewandter Fotografie, wo man Geld verdient, und sozusagen den künstlerischen Projekten, wo man vielleicht auch sich dagegen wehrte, dass das kommerzialisiert wird? Tja, das ist eine gute Frage. Die kann ich eigentlich, also diese Schwierigkeit zwischen den beiden Sachen zu unterscheiden und das eine zu wollen und das andere nicht lassen zu können, die ist eigentlich heute teilweise noch da, nicht jetzt bei mir, aber bei vielen von euch, die ich hier so kenne, wird das immer noch so sein, dass sie von der freien Fotografie nicht leben können. Aber das ist, glaube ich, nicht das Wesentliche, sondern das Wesentliche ist, das machen zu können, was man machen will. Das heißt also nicht im Auftrag unterwegs sein, nicht irgend so einen doofen Grafiker zu haben, der dann Bilder, egal wie, beschneidet und so. Sondern dass der Rahmen dessen, was man sieht, einfach akzeptiert wird und dann auch so gedruckt wird. Das ist, glaube ich, das Wesentliche gewesen. Dass man das, was man in sich hat, die Geschichte, dass das das Wichtige ist. Und das andere war eine üble Jongliererei mit Unterrichten, Workshops geben im In- und Ausland. Und keine Ahnung. Ich habe alles gemacht. Man darf mich da gar nicht so genau fragen, weil manche Sachen sind einfach nur peinlich. Ich habe aber auch für Zeitschriften gearbeitet, wo manche denken, boah, wenn ich da auch für arbeiten könnte. Also ich habe viel für Geo gemacht. Aber ich glaube, ich war einer der schlechtesten Geo-Fotografen. Mhm. Aber du warst ein paar Jahre dabei. Ja, aus welchen Gründen auch immer. Keine Ahnung.
Jetzt hast du Anfang der 70er Jahre begonnen, dieses Thema zu fotografieren, warst mehrere Jahre da am Ball. Du warst nicht in Hamburg beheimatet, du hast, glaube ich, bist aus dem Ruhrgebiet dahin gependelt. Für mich die Frage, wie hast du da eigentlich den Bogen oder den Spannungsbogen aufrechterhalten? Also du hast irgendwann mal angefangen mit dem Projekt, 81 ist erst die Publikation rausgekommen. Das heißt, da brauchtest du wahrscheinlich einen ziemlich langen Atem. Hattest du da schon eigentlich das Endziel im Kopf, dass das mal eine Publikation werden soll? Nee. Also so strategisch denke ich heute noch nicht mal. Also das ist, ich bin hingefahren und habe, also mein erster Kontakt, das habe ich auch im Buch beschrieben, war eigentlich der, als ich war einer der Dämlichen, die zum Militär gegangen sind, weil ich einfach aus einer Kleinstadt kam und gar keine, eine Kleinstadt in Deutschland, die in der Schweiz eine Großstadt wäre. Und ich habe eigentlich, als Soldat sind wir nach St. Pauli gefahren, so nach dem Motto, boah, komm, da gehen wir mal hin und da gucken wir mal und da ist es ganz toll und so weiter und so fort. Und da bin ich in so einem Club, in so einem oben ohne Club, bin ich in eine etwas peinliche Situation gekommen, in dem da nämlich eine Dame war, die hatte solche Brüste. Und ich als Soldat, so, ich weiß nicht, in Uniform, glaube ich, war ich nicht, aber, oder war ich in Uniform, keine Ahnung. Auf jeden Fall, die hat dann irgendwie mich ausgeguckt und hat mir dann diese Brüste so um den Kopf gehauen, was mir oberpeinlich war in dem Moment. Und dieser ganze Club hat gelacht und gegrölt und das war eigentlich für mich dieser Grund, hier komme ich nochmal her. Also irgendwie, das lasse ich mir nicht gefallen. Das war so in meinem Hinterkopf. Und als ich dann studiert habe und in den Anfang 70er Jahren, so wie es auch heute Studenten noch geht, ein eigenes Thema gesucht habe, habe ich gedacht, da fahre ich hin. Und da fotografiere ich. Nur auf so ein Thema zu kommen, ist eigentlich nicht so schwierig. Da kann man, obwohl die Zeit hat sich sehr geändert, wenn das interessiert, kann man darüber auch nochmal diskutieren. Aber da reinzukommen, das war das die Schwierigkeit. Also in diese Clubs hineinzukommen, das war ja damals nicht leichter als heute. Also ich habe dann da irgendwie da auf St. Pauli rumgestanden und das war kalt und blöde und zu Hause kann man im Eierbettchen kann man nett überlegen, also wie mache ich das und boah, geile Bilder und das schaffe ich schon und sonst was. Und dann ist der Dienstagabend, irgendwann steht man auf der St. Pauli, das regnet, es ist kalt und man weiß nicht weiter. Und so ungefähr war es. Und dann habe ich eigentlich so, ja, im Laufe der, dann so ein paar Tage hat das gebraucht. Und dann habe ich eine Strip-Distanzerin, die hatte ich ich hatte eine Reportage im Zeitmagazin, hatte ich gesehen. Und diese Strip-Chinesen, Babsi hieß die. Und das war eine recht kluge Frau. Und die habe ich erkannt. Die ging da mit ihren zwei Hunden spazieren. Da bin ich einfach hinter der hergerannt und habe dann irgendwie was ich will hier fotografieren, so ganz naiv. Und die hat dann irgendwie, nett wie sie war, hat dann einen kleinen Fotografen erstmal mitgenommen und einen Kaffee gekocht. Und dann hat sie mir gesagt, ja, ich frage den Chef von diesem einen Club, wo ich tanze, den frage ich mal und so weiter und so fort. Und so ist das irgendwie gekommen und das war dann gerade das Salambo. Das Salambo, ich weiß nicht, ob ihr wisst, ist der ehemalige Star-Club, da wo also die Beatles angefangen haben. Das ist ein weltbekannter Club gewesen. Und da hat sie getanzt und da habe ich dann, ja, bin ich zu Besuch gewesen. Ich habe natürlich noch nicht fotografiert, die ersten Wochen, die ich da so irgendwie mal reingucken durfte. Und habe dann angefangen zu fotografieren, durfte auch fotografieren, aber ich habe alles technisch vollkommen daneben gehauen, weil es technisch recht schwierig war. Ich kenne dich eigentlich so jemand, der immer lose Klappe hat und immer vorweg ist. Ja, gut, die Klappe ist das eine. Ja, das ist das eine. Und für mich ist aber die Frage, wie geht man mit dieser losen Klappe um, wo man doch eigentlich erstmal so Vertrauen schaffen muss, damit eigentlich das Ganze irgendwie eine Art ich kann ganz lieb sein. Wird, ne? Ich kann ganz lieb sein und das Faszinierende da auf St. Pauli ist ja, dass die
Damen, die oft keine Damen sind, sondern dass es Transsexuelle sind, eigentlich, ja, da kann ich mich schon drauf einstellen. Oder konnte ich mich drauf einstellen. Ja, genau. Jetzt hast du dann diese Serie dann, weiß ich, 78 abgeschlossen. Da gab es irgendwie eine Serie, sozusagen die Gruppe von Bildern. Wir haben im Vorgespräch, war ich ganz überrascht, wie du sozusagen zu deinem Verleger gekommen bist, zu deinem ersten Verleger. Vielleicht kannst du das kurz erläutern. Ja, das war Meinhard Luk. Meinhard Luk ist so ein, ist der Mercedes-Großhandel in Deutschland. Also das ist so ein ganz reicher Mensch. Und der fand, keine Ahnung, wie das mit Söhnen von reichen Familien so oft so ist, oder Töchtern natürlich auch, die wollen was ganz anderes machen und wollen kulturell irgendwie ganz bedeutend werden. Und der fand mich eigentlich, ist irgendwie auf mich gekommen, aber ich keine Ahnung über was, kann ich mich jetzt nicht mehr so genau erinnern. Und dann hat er das Material gesehen und boah, und das machen wir und so. Und dann haben wir auch angefangen, so ein Dummy zu machen. Und die Mutter war Hauptsponsor vom Volksbankmuseum in Essen. Und als sie dann spitz gekriegt hat, dass ihr Sohn also mit mir ein St. Pauli-Buch machen will, wollte oder hatte es schon, keine Ahnung, war im Druck oder so, kann ich mich auch nicht mehr genau erinnern, da hat sie ihn enterben wollen. Weil das war also etwas, was überhaupt nicht zusammenpasste, dass jemand Hauptsponsor, also Volksbankmuseum in Essen, ist etwa, ja, kann man nicht mit dem Kunst... Kunsthaus, ja. Also ist ein bedeutendes Museum, aber die haben halt so industrielle Gruppe und so weiter und so fort, die sie sponsern. Und das war dann also eine ganz, ganz schlimme Sache. Nur als sie dann merkten, dass das Volksbankmuseum also auch Bilder von mir hatte, da hat sie sich dann wieder beruhigt und dann ging das irgendwie weiter. Aber das war eigentlich so ein genau das Gegenteil zu heute, ja. Wer heute ein Buch machen will, muss es selber bezahlen. So ist eigentlich die Situation. Früher war es so, dass man so, ja, es war so eine Aufbruchstimmung. Die Leute wollten was machen, jeder hat da irgendwie sich eingebracht. Wer Geld hatte, hat sich dann irgendeinen armen Künstler gesucht. Also ich versimpliziere das jetzt so ein bisschen, aber so ein bisschen. Und boah, und wollte dann so auch ein Projekt machen, sich kulturell einbringen. Und das ist heute ganz anders. Heute ist das, also man muss Sponsoren haben, waren ja auch Sponsoren, aber man hat früher ein Gehalt gekriegt, also ein Honorar gekriegt. Heute kann man froh sein, wenn man auf Null kommt. Heute bringt man das Geld mit. Ja, man muss Geld, wie Rennfahrer, die müssen auch Geld mitbringen. Also man kann sich natürlich dann über Stiftungen und so weiter, kann man das Buch finanzieren, wenn es dann angenommen wird. Aber ansonsten ist die Vorarbeit extrem anstrengend. Ja, ja. Jetzt mache ich mal kurz die Box auf, die wir hier bereitgelegt haben. Es gibt einerseits Prints, die wir haben, aber interessant finde ich eigentlich diese Bücher, die wir haben. Alcazar zum Beispiel, April und Mai 78. Das waren im Grunde genommen, weiß ich, Testprints oder was war das eigentlich, so eine Art Sammlung von... Ist nicht ausfixiert, müsst ihr ja, mit eurer Sammlung noch, ne? Wir haben auch gelbe Seiten dazwischen. War sozusagen dein Kontaktbogen oder was war das? Nee, das waren die, wo ich mich jetzt konzentriert habe und habe geguckt erstmal, ob sie scharf sind und sowas, also technisch. Also nicht inhaltlich scharf, sondern also ihr könnt das vielleicht auch mal so, ich weiß nicht, oder ich kann das jetzt so... So, also wo ich dann angefangen habe, diese Bilder, die ich gemacht hatte, erstmal zu schauen, welches dann jetzt für das Projekt genommen wird, für mein Projekt. Also dann habe ich so... Und das war damals P90 Papier, also ältere Herren wie Herr Görlich da, der kennt das auch noch, oder? Das war ein fantastisches Papier, hatte extrem viel Silber, war dünn. Also mit normalem Schwarz-Weiß-Papier wäre das ja dann so dick geworden. Und man konnte so blättern wie ein Buch. Und das war eigentlich auch so ein Gedanke, schon mal Bücher zu machen. Also sowas zu gucken und zu blättern und das toll und geil zu finden und so. Also das hatte so einen Fetischcharakter.
Jetzt hast du dann uns 2009 diese Sachen verkauft und irgendwie 2002 gab es dann einen Dummy, kann ich auch mal zeigen. Und zwar ist es der hier, adressiert an mich. Das war der hier, 2002. Deswegen kann ich mich gar nicht mehr so recht erinnern. Kann sich gar nicht mehr erinnern, ne? Genau. Interessanterweise das ist das schon auch die gegeben. Ja, das ist die ganze Struktur von der jetzigen Publikation 2002. Und dann ist das von C-Press dann aufgegriffen worden. Ja. Und da ist der Christoph Nüssli hier, der ja. sich verdünnisiert. Dahin ja, da steht er, der Große. Genau. Und das war immer für mich ein ganz guter Ansprechpartner, weil er alle die Urteile, die ich so über meine eigene Arbeit hatte und ach, das hat ja sowieso keinen Zweck und alle so diese Resignation, die so des älteren Professors und so weiter, hat er ein bisschen zerstreuen können. Hat gesagt, mach doch, sei doch kein Feigling und sonst was. Und dann habe ich mich da wieder rangewagt. Und so sind wir heute mit mehreren Buchprojekten, auch in Zukunft werden wir euch nicht zufrieden lassen. Bin ich beschäftigt, alle die Arbeiten, die ich so in der Zeit, die ich als Dozent hier an der ZHDK gearbeitet habe, ich bin ja in der Zeit nicht rausgegangen. Also ich habe weder großartig ausgestellt noch publiziert und das Material habe ich. Und jetzt, naja, also bin ich ein bisschen fauler geworden und anders faul. Also ich gehe jetzt nicht mehr so gern raus und frage die Leute, ob ich fotografieren kann und so. Das ist mir alles ein bisschen blöde und so. Und dann schaue ich, was ich damit mit dem Material, was ich habe, machen kann. Mhm. Was aber deine Frage, da habe ich jetzt schon... Nee, die Frage kommt jetzt, erst. Also, gleiches Material, 81, 2006, was hat sich verändert? Die Fotokopien haben sich extrem verändert. Heute gibt es eine Fotokopie-Qualität, die sehe ich gerade. Die ist schon druckreif fast. Ne? Also erstaunt mich extrem. Ne? Früher konnte man auf so Fotokopien fast nichts erkennen. Ne? Ja. Ich frage mal andersrum. Ein bisschen aber das direkter. War nicht das. Genau. Ich frage mal ein bisschen direkter. War nicht deine Frage. Dann zum Beispiel das Verhältnis Verleger-Fotograf. Du hast von diesem dandyhaften 81 gesprochen. Was für ein Verhältnis gab es da zwischen dir und ihm? Dass er mich hochoffiziell zum Essen eingeladen hat in seine heilige Familie. Mhm. Und ich den Termin verpasst habe. Mhm. Und die Familie da saß und einer hat es mir beschrieben, der Grafiker. Und ich, und der Butler, die hatten Butler, zwei Butler. Und die haben servieren wollen und Gelbke ist nicht gekommen. Und Gelbke saß am nächsten Tag, weil er dachte, es wäre an dem Tag in der Badewanne und kriegt einen Anruf. Und da fragt jemand, warum ich denn gestern nicht erschienen bin. Das heißt, ich hatte den Termin verdudelt. Entschuldige, das ist auch nicht deine Frage. Muss ich doch mal anfangen? Ja gut, okay, also das dritte Mal klappt das. Gab es Konflikte zwischen dir und dem Verleger? Nö. Keine? Nö. Der fand mich so aufregend oder das Material so aufregend und das war eigentlich nicht so. Nur man sieht ja auch an dem Buch, also so auch was Grafik betrifft. Schweiz und Deutschland war da noch ein Unterschied. Schweiz hatte auch in der Zeit schon eine hohe Qualität an Grafik. Aber in Deutschland war das noch nicht so. Die hatte wieder eine hohe Qualität in den 20er und 30er Jahren. Aber zu der Zeit war das eigentlich total verschludert. Man konnte überhaupt in Deutschland überhaupt nicht mehr schwarz-weiß drucken. Also die Drucker, die konnten eine Offset-Farbe machen, aber die konnten schwarz-weiß nicht drucken. Das erinnerte so, kam in die Nähe vom Kartoffeldruck. Es war einfach ganz, ganz schlecht. Und man musste sich also mit diesen Problemen auseinandersetzen. Man musste die Drucker erstmal wieder auf ein Niveau bringen. Dann, es gab ja diesen amerikanischen Verlag, Aperture Verlag, vielleicht kennen die einige von euch, das fanden wir alles riesig. Und das musste man Druckern zeigen und so weiter. Können wir alles, können wir überhaupt kein Problem. Und wenn man das Ergebnis dann kriegte, dann hat man das gar nicht gewusst, ist das jetzt auf dem Kopf oder ist das wie oder was. Also da mussten wir, auf dem Gebiet mussten wir extrem was tun in den Anfang oder End 70er Jahren.
vielleicht nochmal, du hast gerade das Verhältnis zwischen Christoph und dir jetzt besprochen, wie er dir da zur Seite gestanden hat. Mich interessiert einfach so ein Prozess, wie man zu so einem Buch kommt. Wer hat da die Autorität? War es das in dem Fall? Du, 81, hast gesagt, so will ich das haben? Oder wurde da... Nee, das habe ich gemacht, das habe ich gemacht, das von mir. Das ist ja jetzt 2002, aber damals, 1981... Du hast einen Verleger, der erste... Nö, da war keine Einschränkung vom Verleger. Ja. Nee, das hätte ich mir auch nicht gefallen lassen. Also, wenn ich schon für Geld irgendwie mich prostituiere, in welchem Maß auch immer, dann tue ich das aber nicht garantiert nicht noch in meiner eigenen Arbeit. Mhm. Nur ich war hilflos, also hilflos im Sinne von Grafik zum Beispiel. Das sehe ich heute erst, wie miserabel manche Sachen sind. Mhm. Schrifttype, Größe, verschiedene Schriften... und so weiter und so fort. Das könnte ich heute beurteilen, damals konnte ich es gar nicht beurteilen, weil ich hatte gar keinen, der mir zur Seite stand und sagen konnte, das war der Hausgrafiker von irgendwo, von diesem Mercedes-Werk da irgendwie. Der kam dann da und hat dann da das Buch layoutet. Ich habe nur gesagt, also nichts weggeschneiden, das muss alles weiß rundherum sein. Das muss man, also mein Bild muss das sein. Das war meine Maxime. Aber so grafisch hatte ich keine Ahnung. So, wie war das dann diesmal? Naja, gab es auch manchmal was zu meckern. Ne? Und er war immer pikiert. Ne? Ja, ja. Und nein, so krass war das nicht. Er hat in der, naja, jetzt versteck dich mal nicht, meine Mann. Er hat in der Bildauswahl, hat er auch gerade bei dem ersten Buch, bei dem Amok-Buch, hat er mir sehr geholfen, weil er konnte Bilder nebeneinander legen und konnte, plötzlich hat er eine ganz neue Idee für mich entwickelt, wie Bilder miteinander funktionieren. Das heißt also als Diptychon, nicht als Einzelbild, sondern als Diptychon. Da habe ich das zum ersten Mal so gesehen. Habe gedacht, boah, das eine Bild arbeitet ja mit dem anderen. Das ist mir schon bewusst, dass das auch beim normalen, jetzt beim St. Pauli-Buch, das eine aufs andere irgendwie antworten muss. Aber dass das sozusagen wie eine, die Doppelseite, zwei Bilder, aber eigentlich ein Bild sind, das hat mir Christoph eigentlich bei dem anderen Buch ein bisschen gezeigt. Und und dann gab es einfach so bestimmte Sachen, so mit der Typo und so, und da habe ich dann also auch schon mal gedacht, ne, komm jetzt nicht so nach oben, und er, ja, das muss immer ihr mit eurem nach unten, also ja, das muss nach oben so. Also so, ich bin so ein Klassiker, ne? Ich will so ja, unten so ein bisschen mehr als oben, so, ne? Und er, ganz anders, war ganz, ganz neu und so. Und dann die eine Seite rote Schrift und die andere schwarze, ja, bist du bescheuert? So. Aber es war mehr sportlich. Sportlich gesehen. Genau. Und dann nachher habe ich gedacht, oh ja, komm jetzt, also Mann, ey, ich gebe jetzt schon mal ein Okay. Wa? Aber ob das alles so richtig ist, das wusste ich auch nicht so richtig. Ja, das kann ja jeder dann nachher selber prüfen, ob das so ist. Gut, genau. Vielleicht noch was zu den Situationen da in Salambo oder auch insgesamt auf St. Pauli. Mich würde nochmal interessieren, wie man sozusagen zu seinem Bild findet da. Also du hast im Grunde genommen da mit ganz vielen Leuten Kontakt gehabt. Es gibt einige Porträts, wo du ziemlich nah bist. Es gibt dann wie so eine zweite Kategorie, wo du im Zuschauerraum sozusagen dann die Performances oder die Theater dann auch fotografiert hast. Waren das so Kategorien, die du reingearbeitet hast, oder sind die sozusagen im Leben da auf dich zugekommen? Naja, also diese Idee ist eigentlich die Frauen zu zeigen, als ob es Marionetten sind. Das war das, was ich irgendwie erreichen wollte. Deshalb stehen die irgendwie alle so ein bisschen verdreht und so, als ob die Fäden so gezogen werden. Und in der Zeit bin ich mit einer anderen Arbeit von Alice Schwarzer angezeigt worden. Ich habe den Titel, ja, was heißt angezeigt, wie sagt man, verklagt worden. Ich habe einen Titel für den Stern gemacht. Und Alice Schwarzer hat gemeint, das wäre also ein bisschen zu heavy. Obwohl ich eigentlich nichts anderes gemacht hatte, als ich habe eine Malerei in St. Pauli von der Wand abfotografiert. Das war eigentlich eine Repro-Aufgabe. Also gar nichts anderes. Aber in der Reihung war es so, dass der Stern also immer so halbnackte Mädels zeigt oder Frauen zeigte. Das war psychologisch, war das natürlich klar. Die Männer griffen hin, weil jeder dachte, er könnte sich der Dame bedienen oder was weiß ich. Und psychologisch war das in dieser Reihung so.
Und dann irgendwann kam St. Pauli und da war ein Pärchen. Sie saß so auf sie saß auf dem Mann drauf und sie trieben es gemalt. Und das war so für alle Schwarze, Süße wusste ich doch. Also 10 nackte Weiber und dann treiben sie es miteinander. Genau so ist der Stern. Ne? Und dann haben sie den Stern verklagt. Ich war der Fotograf. Und ich hatte aber mit Ali Schwarzer vorher, das ist auch noch der Zufall, ich hatte auf der Buchmesse mit ihr Plakate gehängt. Also ich war eigentlich ein ganz fortschrittlicher Feminist. Sie wusste nur, ja, Christoph verdreht jetzt die Augen. Und die Studentinnen, die hier von mir sind, obwohl sie haben nicht gejohlt. Also das heißt ja schon mal was. Und mein Gedanke war aber der, dass die Frauen eigentlich so Objekte sind. Und so wollte ich sie fotografieren. Das sieht man vielleicht auch auf vielen Bildern, dass sie wie so Marionetten irgendwie klein in irgendwelchen Räumen oder in den Türen und so weiter stehen. In der Zeit, wo ich auf St. Pauli dann fotografisch gearbeitet habe, habe ich dann aber gemerkt, also so Opfer sind die dann doch nicht. Also gut, das war eine andere Zeit. Heute gibt es wahrscheinlich die, wie sagt man, Zwangsprostitution, die nennt man anders, so aus anderen Ländern, keine Ahnung, gibt es einen speziellen Begriff, vielleicht gibt es hier irgendwelche Bordellgänger, die das genau wissen oder was, keine Ahnung. Also die waren eigentlich relativ spießig und wussten ganz genau, was sie wollten und haben in internen Gesprächen mit mir auch die ganzen Tricks verraten und so weiter und so fort. Außerdem waren die Männer sowieso die Gelackmeierten, weil sie zu 80% sich mit ehemaligen Männern beschäftigt haben. St. Pauli oder auch die Langstraße und so weiter und so fort. Das sind zum großen Teil keine Frauen. Das sind Männer gewesen. Das sind Transsexuelle, weil Transsexuelle zu anderen Taten bereit sind als Frauen. Deshalb werden die im Sexgewerbe gerne genommen. Also es sind oft keine Frauen. Gab es auch irgendwelche, Schwellen, wo du sagtest, so, da gehe ich jetzt nicht weiter? Naja, ich habe Schwellen kennengelernt. Also ich in der Zeit waren viele. Ich war damals sehr verliebt in meine kleine Christine. Und das war immer sehr, sehr schwierig für mich. Also auf der einen Seite wirklich bis ins letzte Detail die Dinge zu sehen und zu erleben. Und die passierten ja da. Und nicht irgendwo da ganz hinten, sondern da. Und dann wieder nach Hause zu fahren und dann mein kleines Schnuckelchen in den Arm nehmen. Und das war irgendwie so, ich musste immer irgendwas finden, um diese Brücke wieder hinzukriegen. Und jetzt habe ich schon wieder deine Frage vergessen. Also, wo eine Grenze gab, wo du gesagt hast, das geht jetzt nicht. Naja, die Grenzen waren ja oft da, wo ich Dinge gesehen habe, die ich da nicht fotografiert habe, wo es dann wirklich, ich hätte erpressen können, irgendwelche Leute, die dann auf den Fotos gewesen wären, von einem Chef von einem Kaufhaus in Hamburg, der nicht gewusst hat, dass ich sozusagen hinter einer verspiegelten Scheibe saß und so weiter und so fort. Also es gab schon solche Momente, wo an der Grenze war. Jetzt haben wir im Vorfeld darüber gesprochen, ob es das nicht gemachte Bild gibt. Naja, das nicht gemachte Bild ist so etwas, als ich das Layout gemacht habe mit dem Christoph, habe ich oft gedacht, dann nimmst du das Bild da, das und das Bild. Und dann habe ich die Kontakte geschaut, also ihr sagt ja Blattkopien geschaut, und dann habe ich gemerkt, das Bild gibt es überhaupt nicht da. Und wo ist es denn und wie und was? Und dann ging mir das immer öfter so. Und dann merkte ich, die hatte ich gesehen, aber nicht fotografiert. Und das ist eine ganz, ganz schwierige Sache, die ich auch als Dozent eigentlich nie angesprochen habe, weil ich auch in der Zeit war es mir nicht so bewusst, dass man ja eigentlich nur das fotografiert, was man erkennt. Und ich habe es gar nicht als wichtig genug erkannt, um fotografiert zu werden. Also ich bin zum Beispiel, um mal ein Beispiel zu sagen, ich bin mit 4 Transsexuellen, die aber noch nicht operiert waren, bin ich morgens von einem Schützenfest, sagt man in Deutschland, ich weiß nicht, kann man das hier verstehen, ja, bin ich zu einer
der Mütter gefahren, die ihren Sohn noch nicht als Tochter gesehen hatte. Und das entstand so, diese Frau, die Ex-Mann war, hatte gesagt, also sie hätte 4 oder 5 Perserteppiche. Und das war, die anderen haben dann sind losgeschnattert und gesagt, das gibt's nicht, du lügst, echte Perserteppiche, das war ja auch eine andere Zeit. Mhm. Da hast du garantiert nicht, ja komm, wir fahren hin und so. Und dann sind wir da, ich hatte so einen alten Volvo und da hatte ich dann diese 4 Transsexuellen im Wagen. Und wir sind dann da zu dieser Mutter gefahren und dann irgendwann sagte einer, ja stopp mal, wir müssen mal, ja, einer musste mal oder so. Und dann standen nachher diese ganzen Frauen, standen rockhoch und standen so und pinkelten in den Straßengraben. Ich stand daneben und habe mir das angeguckt, aber ich habe das nicht als Bild erkannt. Es war eigentlich das Absurdeste, was man überhaupt erleben konnte. Ich habe es einfach nicht wahrgenommen. Als Bild, als Fotograf, und dann fotografieren hätte ich können, was ich, oder auch die Bauern, die auf diesem Schützenfest mit diesen Transsexuellen getanzt haben, das habe ich auch nicht fotografiert. Es war eigentlich auch ganz wichtig, aber ich habe es nicht erkannt. Jetzt vielleicht nochmal einen Blick zurück, wie ist diese Serie damals in der Öffentlichkeit wahrgenommen worden? Also es gab das Buch, sehr erfolgreich, man kann es an den verkauften Exemplaren messen, aber du hast auch Ausstellungen gehabt, aber was waren so die Reaktionen der Menschen damals? Ach, die Zeit hatte eine ganz andere Form der Freiheit. Also man darf sich da nicht irren, dass heute was ganz Tolles da ist. Also heute würde ich sagen, wir haben uns kurz vorher darüber unterhalten, dass ich meinen Sohn im Schwimmbad fotografieren wollte und bin fast vom Bademeister verhaftet worden, weil der irgendwie mich für einen Pädophilen hielt. Und der absolut, hier wird nicht fotografiert und was weiß ich und Kinderspielplatz. Nur mal so eine Idee, ne? Man geht zum Kinderspielplatz und fotografiert mal Kinder auf der Schaukel, sag ich mal so blöd, geht nicht. Ne? Und in den 70er Jahren konnte man eigentlich fotografieren, ja man musste reinkommen oder so, aber es gab nicht diese Barriere, auch 68 war, die Spießer waren noch und nöcher unterwegs, auch unter den 68ern, das war nicht der Punkt, aber keiner wagte so recht irgendwas dagegen zu sagen. Nö, das war eigentlich nie eine große Schwierigkeit. Ausgestellt habe ich das in der Zeit eigentlich auch gar nicht. Es gab ja auch gar keine Möglichkeit, das auszustellen, weil es gar keine Galerien oder nicht großartig Galerien gab oder so. Also in Deutschland nicht, in der Schweiz gab es in der Zeit, ich weiß nicht wann, die Nikon-Galerie und so, die entstanden, glaube ich, Ende 70er oder in den 80er Jahren eher. Ne? Jetzt haben wir ja hier eine Serie von recht großen Prints, so 30 x 40 cm. Was war der Anlass, um die in der Form herzustellen? Ja, ich wollte Künstler sein, weil eine gewisse Größe musste das haben. Ne? Heute würde man drüber lachen, wenn man an Gursky oder Ruff denkt. Ne? Also die haben da andere Formate, aber das war auch so das Format, was ich in meiner Küche vergrößern konnte. Ne? Da die Bratwurst gebraten und da vergrößert. Also das war so ungefähr... Also, dass ihr sowas gekauft habt, das weiß ich gar nicht, ob das gut ist. Ich habe das in der Küche noch. Da hat ihr fertig dann. Weiß ich nicht, ob das fertig ist. Nein, ich habe mir da sehr Mühe gegeben mit Antisäuremitteln und so weiter. Ja, also sie sehen doch alle wunderbar aus. Ja, ja. Sind immerhin 40, 45 Jahre alt. Genau. Von meiner Seite bin ich jetzt eigentlich durch mit meiner Fragestunde mit dir, André. Also ich würde vorschlagen, Buch angucken, oder? Ja. Also, danke, André. Ja, gerne gucken.